einen Glasboden auf der Rückseite. Ihr könnt unten auf der 6 Uhr ein Bild von einem Hund sehen. Hallo und willkommen bei Watchboxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du wieder reingeklickt hast. Heute geht es um eine Uhr, die ich selber zusammengebaut habe. Es geht um die Borgward Expert 1. Ich war auf einem Uhrenseminar. Videos verlinke ich euch. Nein, gar nicht wahr. Hier oben, da oben, also irgendwo hier oben in der Ecke verlinke ich euch die Videos dazu, wo ihr sehen könnt, wie ich die Uhr zusammengebaut habe. Heute möchte ich euch die Borgward Expert 01 etwas genauer vorstellen, was sie mir bedeutet und warum sie mir so gut gefällt und wie ihr eine solche Uhr auch zusammenbauen könnt. Ich hatte es in einigen Kommentaren ja schon gesagt, eigentlich wollte ich diese Uhr gar nicht vorstellen, denn das ist die Uhr, die ich auf einem Borgward-Uhrenseminar zu großen Teilen selber zusammengeschraubt habe. Und es handelt sich dabei um die Borgward Expert 1. Eine Uhr, die Borgward entweder mit weißem oder mit dunklem Ziffernblatt bei den Seminaren verwendet. Eine Uhr, die, wie ihr wisst, wenn ihr meinen Kanal verfolgt, nicht hundertprozentig meinem üblichen Stil entspricht, aber eine Uhr, die ich wirklich sehr genieße. Jetzt fangen wir mal mit den technischen Daten an. Dafür muss ich die nachmessen, weil ich hier kein wirkliches Datenblatt habe, aber das ist ja auch kein Problem. Ich gehe einfach mal mit der Kamera ein kleines bisschen näher ran. So, jetzt sind wir ein kleines bisschen näher an der Uhr dran und schauen uns einfach einmal die Maße an. Der Durchmesser hat, wir machen uns am besten machen wir das über die Hörner, denn da habe ich jeweils einen Anschlag und kann sicher sein, dass ich, ja, ihr seht es, 43, knapp 43 mm ist der Durchmesser der Uhr. Der Anschlag, die Bandanstoßbreite sind, wie ihr sehen könnt, 22 mm. Die Uhr hat eine Dicke von ziemlich genau 13 mm, hat ein Saphirglas auf der Frontseite sowie einen Glasboden auf der Rückseite. Und hier muss der Glasboden auch sein, aber dazu komme ich noch. Eine ganz einfache, nicht signierte Schließe. Und ein Band, welches ich von dem Uhrenseminar so mitgenommen habe. Ich verlinke euch sowohl irgendwo hier oder da oben im Bild die Videos zu meinem Seminar, wo ich die Uhr gemacht habe. Und selbstverständlich auch unter dem Video im Text, sodass ihr meine Videos zum Seminar, wo ich die Uhr gemacht habe, wirklich problemlos anschauen könnt und nachschauen könnt, wie ich es gemacht habe. Ich bin auch gefragt worden, ob ich zu dieser Uhr nicht auch ein eine Woche am Arm Video machen möchte. Und hier ist die Antwort ganz klar, nein, möchte ich nicht. Weil das ist eine Uhr, die für mich etwas absolut wirklich Besonderes ist. Und die werde ich nicht zum Hundetraining, die werde ich nicht zum Schnitzen im Wald oder zu sonstigen Sachen anziehen. Die werde ich auch nicht ins Fitnessstudio anziehen. Das ist für mich wirklich eine sehr besondere Uhr. Und aus diesem Grunde werde ich die auch nicht eine Woche ohne Rücksicht auf das, was ich gerade mache, tragen. Insofern bleibt es bei diesem Vorstellungsvideo, was ich ja ursprünglich auch nicht machen wollte. Schauen wir uns die Uhr mal etwas näher an und dafür gehe ich noch ein kleines bisschen mit der Kamera ran. So, und jetzt sind wir hier ganz nah an der Kamera und ihr könnt unten auf 6 Uhr
erkennen, da ist ein Bild von meiner Motte, meinem Hund, sowie der Schriftzug Motte und das Jahr. Das ist etwas schwierig, da haben wir es im Fokus. Moment, ich stelle noch mal was um. So, jetzt kommen wir noch was näher ran. Ihr könnt unten auf der 6 Uhr ein Bild von einem Hund sehen. Das ist meine Motte und der Schriftzug Motte zeigt das ebenfalls an. Und auch unter dem Hundekopf die 2016. Das ist das Jahr, in dem Motte zu uns gekommen ist. Und auf der 12 Uhr Position ein Pfotenabdruck. Das sind die vier Sachen, die individuell auf das Blatt für mich gedruckt wurden. Im Seminar habe ich die beiden Schriftzüge gedruckt, der Hundekopf und die Pfote waren schon drauf, weil man in einem Eintagesseminar schlicht nicht alles machen kann. Der Hundekopf war übrigens ein ganz schöner Akt, das hinzubekommen. Ich hatte nur ein Foto und ich wusste nicht, wie das Image aussehen muss, damit der Kopf auch gut rüberkommt. Es müssen nämlich, wie ihr hier sehen könnt, relativ große schwarz-weiß abwechselnde Flächen sein. Und das Foto, als ich das in schwarz-weiß konvertiert hatte, war halt relativ feingliedrig. Ich habe dann ein Comic-Converter-Programm genommen und habe das in eine Comic-Zeichnung übersetzt, die immer noch zu fein war. Habe dann immer weiter das gröber gestaltet und den Feinschliff hat der Jürgen Beetz von Borgward gemacht, sodass das Image ist, wie es jetzt ist, nämlich doch so, dass man es auch im ganz kleinen Bild gut erkennen kann. Was ich ebenfalls sehr schön finde, dass man bei dem Seminar eine irrsinnige Zeigerauswahl hat. Ich habe mich hier für durchbrochene Zeiger entschieden, weil ich finde, dass sie zu dem geradlinigen Stil der Uhr sehr gut passen. Das ist wirklich genau das, was mir gut gefällt. Leider habe ich dafür länger gebraucht, weil die Auswahl war dermaßen groß, dass das überhaupt nicht so leicht war, etwas Passendes zu finden. Wie ihr sehen könnt, die Ziffernblätter sind wirklich bedruckt und zwischen der 10 und dem Strich für die 11 auf dem inneren Ring ist eine kleine Unterbrechung des Kreises. Das lag daran, dass ich etwas Murks gemacht habe und auf dem Ziffernblatt etwas gesäubert werden musste. Und davon ist auch ein minimaler Teil des inneren Rings verloren gegangen. Ich hätte das nachdrucken lassen können, ich hätte das korrigieren lassen können. Aber ehrlich gesagt, auf diese Entfernung sieht man es schon nicht mehr und am Arm erst recht nicht. Und aus diesem Grunde habe ich da auch nichts dran machen lassen. War ja auch zu einem guten Teil mein Fehler. Es ist eine Seminaruhr, eine Uhr, an dem ein absoluter Laie geübt, gebastelt und gemacht hat. Und dann darf sie auch in Grenzen nur semi-perfekt sein. Ja, das ist also hier genau der Punkt da oben. Dieser minimale Punkt, der nicht 150% funktioniert hat. Die Uhr als solche ist eine sehr schöne Uhr mit der besonders gestalteten Seitenflanke. Die Verschraubung der Hörner ist nur Deko. Es sind ganz normale Federstege, was ich optisch schön finde und zudem in der Anwendung auch sehr praktisch, weil ich kein großer Freund von zweiseitig verschraubten Stegen bin. Denn wenn ich mit zwei Schraubenziehern hantieren muss, dann verkratze ich mir mit großer Wahrscheinlichkeit auch die Uhr. Das Werk haben wir auf dem Seminar veredelt. Und zwar habe ich, gucken wir mal, ob man das angezeigt bekommt, dieses Teil hier veredelt und das Goldene, was da drunter liegt mit der Perlage. Das sind die beiden Teile, die ich auf dem Seminar gemacht habe. Auf einem Mehrtagesseminar hat man wohl auch die Möglichkeit, den Genfer Streifenschliff anzubringen. Das war aber im Eintagesseminar nicht möglich. Die Teile wurden auch vor Ort
rodiniert und vergoldet. Das ist also alles während des Seminars gemacht worden, auch jeder mit seinen individuellen Teilen. Und dann wurde das Werk von mir wieder zusammengebaut. Es handelt sich hierbei nicht um ein Original Unitas, sondern um einen sehr, sehr guten Unitas-Nachbau. Ist mir an dieser Stelle auch egal, es ist ein Handaufzugswerk. Und da ich es zusammengebaut habe, gehe ich davon aus, dass beim Zusammenbau sowieso nicht die ganz große Handwerkskunst angelegt war. Und wenn ich beim Schmieren, Ölen und Fett anbringen einen Fehler gemacht habe, zu viel oder zu wenig, dann ist dieser Fehler mit Sicherheit sehr viel maßgeblicher als der Nachbau im Vergleich zum Original. Die Krone ist wunderschön griffig, auch mit Handschuhen. Sie ist nicht verschraubt und die Zeiger habe ich mit Hilfe gesetzt. Und wie ich das bei allen Uhren mache, gucken wir uns natürlich auch an, wie die Zeiger gesetzt sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das habe ich gar nicht so schlecht hinbekommen. Ja, also da bin ich ganz zufrieden mit mir. Da muss ich mir keinen Kopf machen und muss mich auch, glaube ich, nicht hinter anderen die Zeiger setzen und das professionelle Machen verstecken. Die Uhr ist bis 5 bar wasserdicht. Auch das interessiert mich an dieser Stelle nicht, weil ich mit der Uhr auch nicht ins Wasser gehen werde. Das ist für mich eine Uhr, die ich wirklich nur zu ganz besonderen Gelegenheiten zu tragen gedenke. Ja, ich habe versprochen, sie zu zeigen, nachdem ihr mich bereit gekloppt habt. Hier war sie, ich habe sie euch gezeigt. Jetzt schreibt mir doch bitte in die Kommentare, was ihr von der Uhr haltet. Ich zeige euch natürlich auch noch einen Wristshot, so wie sich das gehört. Am Arm aktuell meine Mark & Sons Sport Professional. So sehen übrigens 42,5 mm als Sporttaucher im Vergleich zu 43 mm aus. Das Erscheinungsbild der Uhren ist dann doch schon sehr, sehr unterschiedlich, aber das ist ja mittlerweile kein Geheimnis mehr. So, packen wir die Uhr auch an den Arm. Und wie immer, 43 mm ist schon eigentlich zu viel, aber an der Uhr konnte ich einfach nicht vorbei. Erläutern muss ich das, glaube ich, nicht mehr. Was ich eben nicht gemessen habe, das hole ich jetzt noch schnell nach. Das ist der Horn-zu-Horn-Abstand. Und auch das ist knapp über meiner Wohlfühlgrenze mit 50,6, 50,7. Normalerweise liegt meine Schmerzgrenze hier bei 50. Also ihr seht, die Uhr ist minimal überdimensioniert, aber sie bietet dafür so viel, was mir Spaß macht und was ich auch nicht missen möchte, sodass ich diese Sachen wirklich gerne in Kauf nehme. Nightshot spare ich mir, die Zeiger und die Indizes haben keine Leuchtmasse. Stellt euch einfach ein schwarzes Bild vor, dann habt ihr den Nightshot. Und das war es soweit. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was ihr über die Uhr denkt, was ihr von der Uhr haltet und ob euch eventuell, nachdem ihr mein Seminarvideo und mein Uhrenvideo gesehen haben, auch die Lust gepackt hat, einmal ein solches Uhrenseminar zu machen. Die Expert 01, eine Uhr, die mir ans Herz gewachsen ist, die mir beinahe mehr bedeutet als meine ganze andere Sammlung zusammen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das auch schon mal gemacht habt, ob ihr es mal machen möchtet, was ihr von der Uhr haltet. Ansonsten bleibt gesund, erfreut euch an euren Uhren, freut euch auf meine nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.